Voller Lebendigkeit und Präsenz entwickeln sich die Skulpturen des Künstlers Benjamin Hulien ganz selbstverständlich hinein in den Ausstellungsraum im Museum Lothar Fischer, verbunden mit der Einladung an den Betrachter, auf eine spannende Entdeckungsreise zu gehen. Der Werkstoff Polyurethanschaum, bevorzugt angewendet im Bauwesen, der Möbel- und Autoindustrie. Wie hat der Bildhauer den schäumenden und dynamischen Kunststoff für sich entdeckt? Ich bin ursprünglich dazu gekommen, weil ich ein Material gesucht habe, wo Farbe Volumen geben kann und Raum. Und das war halt sehr schwierig, weil normale andere Materialien, quasi sowas zum Beispiel wie Gips oder auch Beton, können nicht so ein Volumen ausbilden und auf jeden Fall nicht in einer Geste, also nicht in der Verarbeitung quasi. Und ich habe halt irgendwas gesucht, womit ich halt irgendwie etwas, was ursprünglich sehr klein war, halt transformieren kann in eine größere Dimension. Geradezu explosiv entwickeln sich die Reliefs aus der Leinwand heraus in den Raum, ohne die Kommunikation mit dem Geschehen auf der Fläche des Bildes zu verlieren. Malerei im Dialog mit Bildhauerei. Ich habe manches Mal eine Skizze, die ich mache, wo ich halt überlege, wie der Raum, der Bildraum quasi komponiert werden soll und oder wo Massen angelegt werden sollen. Und ich habe eine Vorstellung von einer gewissen Farbigkeit, die also vorher schon, wo ich halt sage, ja, vielleicht geht es in die Farbe oder eben halt, ich arbeite mit Grautönen, also wie jetzt hier zum Beispiel, also viel oder vermehrt. Es passiert so, dass ich zum Teil schon, also einen Körper mir separat herstelle und den halt auf die Fläche gebe und mir die Fläche von oben anschaue, ne? Und dann auch diesen Klumpen sozusagen verschiebe und dann auch wieder runternehme und diese flächigen Arbeiten drauf mache und wieder runter und wieder draufsetze. Durch die sich schnell entwickelnde Schaumstruktur ergibt sich bei der Entstehung der Reliefs und Plastiken ein druckvoller Prozess mit zeitlichem Limit. Man baut das immer mehr auf und man hat auch Einfluss zum Beispiel über die ganzen Oberflächen. Also man kann ja sagen, irgendwas soll einfach nur so ganz weich sein und langsam quasi, also wie so eine Schicht, die sich so ganz sanft irgendwo drüber legt. Aber man kann auch sagen, irgendwie so, ja, also es soll so wie so aneinander geklatscht und brachial oder auch gewaltig auseinanderbrechen quasi. Und dann kommen halt dann zum Teil Stellen halt auch einfach, wie hier oben, die so rausgebrochen sind in einem Moment halt, wo man, wenn man weiß, wie das Material funktioniert, dass es einem auch erlaubt, das dann zu brechen, ganz kurz bevor es halt quasi erstarrt. Farbig und kraftvoll das Titelbild der Ausstellung. Polyurethan, Pigment und Lack auf Leinwand. Ich habe ein Zwei-Komponentensystem, also eine A- und B-Komponente. Und ich füge dieser Komponente Pigmente bei und mische dann zum Test Material zusammen, also ein Bruchteil davon. Und schau mir an, welche Farbigkeit das hat und verändere dann die Farbigkeit oder nehme die Farbigkeit, sollte sie so sein, also wie ich sie mir vorstelle und arbeite dann damit. Ebenso beeindruckend die zweite Werkgruppe des Künstlers. Eine Rauminstallation mit kleinen Plastiken aus Zinn. Sie stehen für sich alleine, aber auch gerne im Dialog miteinander, beim Wechsel von der Vogel- in die Froschperspektive. Es ist interessant, glaube ich, in Verbindung mitzukommen, insofern, dass man sich selbst auch verortet im Raum. Und das passiert insofern, dass man selbst die Entscheidung hat, also wie bewege ich mich im Raum? Also ich komme in einen Raum und stehe im Raum und sehe
diese Arbeiten auf dem Boden als sozusagen Übermensch, übergroßer Mensch und sehe diese kleinen sozusagen wesenhaften Dinge auf dem Boden liegen und kann mit ihnen in Bezug treten, wenn ich das gerne möchte. Und das kann ich wählen, indem ich quasi meine Position verändere und mich ihnen annähere. Und in der Annäherung kann es eine Verbindung geben mit diesem Feld und dieser Gruppe. Der Werkstoff Zinn ist dabei ganz bewusst gewählt. Die Hauptentscheidung war halt für Zinn, also als Metall, weil es eine Farbigkeit hat, die ich ziemlich gut fand. Und also das hat so was Silbriges. Und ich kann dieses Material im Atelier halt selber verarbeiten. Das war für mich auch wichtig. Also ich muss nicht in Kooperation mit einer Gießerei treten und halt auch dort anwesend sein und sagen, ich möchte das gerne anders, sondern ich habe, sagen wir mal, die Entscheidungsfreiheit, das selbst und die Verantwortung, selbst diese Arbeiten so zu machen, wie ich sie mir vorstelle. 2019 erhielt Benjamin Houlihan, 1975 in Olpe geboren und heute in Düsseldorf lebend, den dotierten Lothar-Fischer-Preis mit dem Schwerpunkt auf Bildhauerei. Der Preis wird alle 2 Jahre von der Lothar und Christel Fischer Stiftung und der Stadt Neumarkt vergeben, verbunden mit einer Ausstellung im Folgejahr in den Räumen des Museums Lothar Fischer. Ich bin sehr glücklich hier, ich finde die Räume sehr toll hier, ich finde das Museum super und die Zusammenarbeit war auch super. Und diese unterschiedlichen Temperaturen der beiden Räume finde ich auch also sehr stimmig für mich und es ist so ein bisschen was so wie Ein- und Ausatmen und auch sehr gegensätzlich, aber das ist auch gewollt und das ist auch irgendwas Grundsätzliches in meiner Arbeit, was mich halt auch einfach interessiert. Zu sehen und zu erleben ist die Ausstellung im Museum Lothar Fischer noch bis zum 4. Oktober.